Hallo und willkommen zusammen. Das letzte Mal wurde ich ja gefragt, was der 2 Watt Videosender von Voxner, der Avatar GT, denn an Milliampere verbraucht. Durch das, dass ich ihn noch nicht in Betrieb genommen habe, wusste ich das natürlich nicht. Darum habe ich jetzt so einen professionellen Aufbau gemacht, hier mit meinem Schaltnetzteil. Das habe ich auch nur aufgebockt, dass ihr hier die Zahlen ein bisschen seht. Vielleicht wird es eventuell doch noch ein bisschen mit reindrehen, dass man es besser lesen kann. Dann hier ganz wunderbar verkabelt natürlich. Hier meine Goggles X von Voxner. Ein Feldmonitor über HDMI angeschlossen. Und hier liegt dann der gute VTX mit 2 Watt und dem Lüfter drauf. Dann würde ich sagen, schalten wir das gute Stück mal an. Wie man sieht, 24,27 Volt. Also ich simuliere hier 6S. Beim Hochfahren braucht er jetzt einmal 130 mA aktuell und dann schnallt er hoch auf knapp 800 mW, fällt wieder runter auf 216, war in diesem Low-Power-Mode kurz und geht jetzt aber hoch auf 800 mA, schwankt hier ein bisschen rum, arbeitet anscheinend. Wir haben hier 25 Mbit, warum auch immer. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Settings an. Ich habe das Mikrofon schon mal getestet. Sind jetzt aktuell okay, jetzt fällt er runter auf 600 mW. Warum das die Mbit-Rate so niedrig ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber gut, egal. Vielleicht zu nah dran. Ah ja, Nahfeldstörung nennt man das. Also die Brille ein bisschen weggezogen und bumm, schon haben wir 50 Mbit wieder. Also wenn es da rangeht, ist suboptimal. Einfach ein bisschen weggehen. Aber ihr seht ja hier alles auf dem Monitor. Also, wie gesagt, wir haben hier 600 mA Verbrauch bei 2 Watt aktuell. Der Lüfter ist definitiv hörbar. Settings habe ich jetzt praktisch Framerate Standard, Bitrate High. Das ist eigentlich so eine gute Einstellung, wenn ihr die euch mal merken wollt. Und dann würde ich sagen, gehe jetzt mal runter einfach auf 25 mW. Und schauen nach, was er jetzt verbraucht. Und wie man sieht, fällt er ja sofort ab auf 490, 470 mm, 460. Also er braucht definitiv um einiges weniger. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal nach, was denn hier auf 200 verbraucht. Ja, da hält er sich auch recht stabil bei 470 mm. Also da ist nicht viel um zu dem 25 anscheinend. Dann haben wir noch die Möglichkeit von 350, ja, da braucht er auch 10 mA mehr, das ist eigentlich auch nicht nennenswert. Was macht er denn bei 500? Ja, hält er sich auch recht stabil bei 470 rum. Und so 700 ist ja auch immer ein relativ hoher Wert. Also da bleibt er eigentlich recht stabil, 1000 mW. Was macht er da? Ja, da bleibt er dann... Da fängt dann schon an, über die 500 drüber zu gehen, wie man sieht. Und dann der nächste Sprung wäre die 1200. Ja, auch so 10, 20 mA mehr in der Richtung. Und so das Highlight ist ja die 2 Watt Grenze, sage ich mal, in der Richtung. Dann würde mich natürlich eins noch interessieren. Jetzt sagt er No SD-Karte, warum auch immer. SD-Karte ist drin, ach ja, das wollte ich euch auch noch sagen. Gebt unbedingt diesen komischen Streifen hier drauf, sonst bringt ihr die SD-Karte ganz, ganz bescheiden wieder raus. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal her auf die Record-Settings, formatieren das gute Stück mal. Nicht, dass da Probleme vorliegt, sonst habt ihr immer noch No SD und dann kann es natürlich sein, was ich die verkehrt drum reingeschoben habe, was anscheinend möglich ist. Es ist aber auch schon, ich hatte hier doch gerade vorhin, da hatte was, wo man es besser reindrücken kann. Ah ja, also war verkehrt drum drin. Ich muss sagen, also mit dem SD-Karten-Slot ist da schön, aber mit dem bin ich nicht so ganz sehr zufrieden. Und dann sind wir jetzt auch schon bei knapp 700 mA. Bei 2 Watt, wie man sieht. Und dann starte ich jetzt hier mal eine Aufnahme und schauen wir mal nach, ob ein bisschen mehr verbraucht. Aber das
fällt nicht wirklich ins Gewicht. Aber man kann sagen, wenn man das gute Stück Vollgas fährt, liegt man knapp bei zwischen 700 und 800 mA, auch mit der Aufnahme. Mikro ist hier übrigens keins verbaut, ist auch schon öfters gefragt worden. Aufnahme ist auch nur in 1080p. Man sieht hier klar und deutlich, dass wir hier eine 64 GB SD-Karte drin haben. Ja, so viel zum Verbrauch von dem guten Stück. Stoppen wir mal die Aufnahme, schauen wir mal, ob es das wirklich auswirkt. Ja, macht dann so roundabout 40, 50 mA aus. Der hüpft natürlich immer ein bisschen hin und her. Wie gesagt, das ist der Verbrauch. Muss man damit rechnen, sage ich mal. Beim Hochfahren braucht man definitiv was gut über 1 Ampere. Also schließt das Ding nicht an den Back an, sondern geht wirklich auf Lipospannung. Weil ich denke mal, wenn der hochfährt oder Leistung bringt, der Prozessor, dann braucht er einfach gewissen Strom. Und wenn er da der Back zu niedrig ist, dann kriegt er mit nur ein schwarzes Bild oder schaltet er ab das Ding und dann ist es halt einfach vorbei. Also, ergo am besten Lipospannung oder noch besser mindestens 2 Ampere Back. Ich habe jetzt hier das Schaltnetzteil auch auf 2 Ampere begrenzt. War dementsprechend auch ausreichend. Noch besser ist natürlich 5 Ampere oder gleich direkt auf die Lipospannung. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu diesem VTX habt, gerne einfach einen Kommentar unten ins Video rein.